Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Kraftopier. Kraftopier, ja. Willkommen back und wir sind noch in diesem afrikanischen Savanne-Dings da. Also ich sag's nur wegen den Giraffen. Puh, die Welt ist so groß, es ist unglaublich. Hallo Giraffe. Willst du sterben? Boah, Blitz ist so stark, ich sag's dir. Und dann noch einmal ein Blitz und du bist tot. Okay, doch nicht, aber... Oh, ich habe das Schwert nicht ausgewählt. Lol. So, tschüss Giraffe. Ein bisschen leveln kann nicht schaden und das ist gut, dass die Giraffen stark sind. Oh, der Bulle, 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 Bulle. Die bringen sicher IP. Wow, das sind viele. Hallo? So, ich warte jetzt bis auf meinen nächsten Blitz, weil da kann mir hier eh nichts tun. Da muss ich ein bisschen predikten, wo der hinläuft. Sage mal hier, perfekt. So. Dann warten wir ab, dann warten wir ab. Dann warten wir ab, dann warten wir ab. Und... tot. Das ist einfach lustig. Zip, Windmagie und Blitze, hallo? Okay, das war ein Fail. Oh. Aua. 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 Ich muss wieder auf meinen Stein. Ah! Schnell! Ah! So. Wer hat am meisten Schaden? Die haben ja fast keinen Schaden. Hehe. Hehe. Ist ja lustig. Aber mir geht das Mana aus. Ich habe kein Mana mehr für Blitz, oder? I have no Mana! Okay, fühl ich. Ja, hack halt noch mehr! So schnelle Dinge sollten nicht so schnell manövrieren können. Das ist einfach unfair. Ich kann ja auch nicht sagen, ich renne jetzt einfach schnell und triff einfach alles immer! Level up, Bitches. So, ist das wieder so ein Golem? Oder einfach nur ein fetter Stein? Ich weiß es nicht, vielleicht beides. Keine Ahnung. Wir können skillen. Haben wir 2 Punkte. Wir haben 2 Skillpunkte. Meditation wäre auch cool, aber andererseits... Ich glaube, wir machen mal was anderes. Alchemy Potion that creates Potion slightly heals the life. Da können wir auch was machen. Aerial Learn Force. Mana Drain. When you bounce off a long range attack, your mana gets slightly restored. When the buff is activated, your life gets slightly restored. Achso, es ist ein Buff, dann kann man. Okay. If you press crouch in mid-air, you can dash forward, so exhausting that you lose a bit there. Mhm. Ja, keine Ahnung. Das ist cool. Ja, okay. Puh. Ich finde nice. Aber ich glaube, wir gehen für Magie. Oder?
Oder doch nicht? Wir können auch für Kampf mal gehen. Triple Slash wäre schon cool. Und Weapon Polish auch. Ist das ein Skill schon, ne? Okay, wir probieren den Triple Splash jetzt mal an diesen Bullen aus mit 8. 8 ist fest. Oh, schön, Bruder. Mit 8 und Triples. Ah, scheiße. Okay, das ist echt scheiße, weil ich die Hotkey so dumm habe. Okay, das reicht mir jetzt mit dir. Das reicht mir. Blitz ist einfach stark. Ich glaube, wir sollten Blitz einfach leveln. Und dann einfach überall hingehen und dann einfach nur Blitz machen. Mann. Ich hätte schon gern Leder auch mitgenommen. Wir haben viel Leder, lol. Egal. Ich glaube, wir können jetzt einfach mal in Ruhe zurückgehen. Oder wir machen das Dungeon da oben. Okay, ich bin gerade stark für dieses Dungeon. Wenn das eins ist. Oder vielleicht ist es nur eine Höhle. Ich bin trotzdem stark dafür. Ich glaube, die Folge ist bald aus und ich will weiterspielen. Ja, und ich habe keine Zeit mehr für noch eine Folge. Oder? Aber dann habe ich so viele Folgen. Und irgendwas, irgendwie muss ich die auch rausschießen. Keine Ahnung. So. 9. Ja. Pickaxe ist equipped. So. Okay, alles klar. Ja, aber es passiert einfach nur eine, es ist nur eine Kiste, okay. Ja, Birdfeather teilt sich, glaube ich, aus. Du kannst mit einer Birdfeather ein ganzes Hoverboard bauen. Ein Hoverboard ist schon cool. Das ist wieder so ein Ding, womit ich näher zu meinem Weltwunder komme. Oh, ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist aber wichtig jetzt, das Ding. Warum kann ich nicht den Baum loslassen? So. Wofür kommt... Also, das ist Material, okay. Ich glaube, Talon. So, komm in mein Inventar. Kann man da mehr holen? Nein. Kann man nicht. Hä? Aber der letzte Turm, der ist einfach zusammengegangen, wie wir den geholt haben. Keine Ahnung, wieso. Und wieso der nicht? I guess it is what it is. Eisen. Wie gesagt, giga wichtig. Und jetzt müssen wir zum Portal gehen, weil sonst finden wir nicht mehr nach Hause. Aber vorher müssen wir noch schauen. Na, wir können das mitnehmen. Und was sind eigentlich diese großen Runden? Steinbrocken, das verstehe ich noch nicht. Ja, Titanium Ore ist wichtiger als das wahrscheinlich, der Fang.
Die Krallen. Vor allem, weil ich hier schon ein komplettes Stack habe. So. Also ist ja nicht so, als würde ich es unbedingt brauchen. Was ist das? Charcoal, okay. Ja, kann man sich aber jederzeit mit Holz machen. Also das ist, finde ich, nicht so. Ach ja, das sind die Bases von diesen Typen. Finde ich eigentlich ganz geil, dass es einige von diesen gibt. Aber wir gehen jetzt zurück. Ich möchte ja dann schon langsam bereit sein, meine Aufnahmesession zu beenden. Das heißt, dass ich generell... Aber wir könnten uns hier noch schnell... Na, brauchen wir Eisen, oder? Ist das Eisen? Ja. Naja, es gibt noch so viel zu erkunden in diesem Spiel. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben ja noch nicht mal diesen Kontinent, auf dem wir uns befinden, ausgeforscht. Also, abgesucht. Erkundet, wollte ich sagen. Und da sollen wir schon Experten sein. Oh, so viel Eisen, das ist gut. Kupfer ist eigentlich gerade, naja, schon auch teilweise wichtig, weil es gibt Sachen, die brauchst du immer wieder aus Kupfer. Aber Kupfer haben wir noch einiges. Und es wird uns erstmal, glaube ich, nicht an Kupfer mangeln. So viel dazu. Aber Eisen ist eher Mangelware zurzeit. Weil es eben auch für Stahl gebraucht wird. Ich frage mich aber, kann ich Weizen da ausrüsten? Nein, kann ich nicht. Apple. Kann ich irgendwie die mit der Glocke? Ich möchte die Kühe mitnehmen. Oh, du willst Streit? Kannst du haben. Tschüss. Der will kämpfen. Oh. Tschüss. Ja. Gut, so. Ein Wildschwein. Hallo, Wildschwein, wie geht's dir? So, ist du jetzt wieder ein Bär? Das wäre so komisch, aber irgendwie erwartet man das. Ich mach das gar nochmal, dieses Dungeon. Weil am Schluss... Oder war das im anderen Dungeon? Auf jeden Fall, am Ende waren ja noch irgendwo ein Kistelchen für den Bernie. Und diese möchte ich noch plündern. So. Die Musik ist eigentlich cool, aber ich finde für solche Dungeons, wo du nur springen musst, zu intens. Also, verstehe mich nicht falsch, aber ein bisschen so wow. Ja, wir können tumblen, das ist nice. Hallo! Ah, es war nur eine Rapier, das hat sich echt nicht gelohnt. Aber dafür wissen wir den Bär hier. Hallo! Blöder Bär, du. Ja, ich mach den einfach nur mit Blitz mittlerweile, weil... Oh, er tötet uns einfach. Okay, warte mal. Ja! Komm! Scheißkind!
So unnötig ist in mir drin und ist einfach so schnell. What the fuck ist das? Die sind halt nicht mal stark. Aber einfach so übertrieben nervig und das Kampfsystem ist so behindert. Du kannst nur herumlaufen und ihn hauen und hoffen, dass er dich nicht zuerst haut. Das ist einfach nervig. Deswegen laufe ich jetzt einfach davon wie eine Pussy. Wir töten jetzt einfach die Kuh da, nachdem wir einen Apfel gegessen haben. Okay, der Apfel hat halt nichts gebracht. Nein, ich will eigentlich keine Kuh töten, die können wir noch brauchen. So was Blödes. Aber ich wollte Level up und dann brauchen wir uns nicht heilen. So. Ja, schade, dass man durchs Schmelzen von Dingen keine Level kriegt. Das wäre toll. Dann könnte ich jetzt ein paar Sachen einschmelzen und leveln. Das wäre toll, ja, wie gesagt. Weil wir machen noch mehr Eisen. Weil wir können es. Was brauchen wir eigentlich für die nächste Zeit? Kann man easy machen, kann man easy machen, kann man easy machen, kann man easy machen. Eigentlich kann man easy in die nächste Zeit. Aber was bringt es? Hot Air Balloon. Hier hast du wenigstens ein paar Maschinen und Dinge. Achso, das ist die nächste Zeit. Okay, Automatic Furnace. Automatic Assembly Machine. Parthenon. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, je weiter wir in der Zeit kommen, desto weniger neue Sachen kommen. Beziehungsweise, desto weniger Sachen gibt es vielleicht einfach von Haus aus bis jetzt. Wie viel brauchten wir für 3? Also was brauchen wir genau? Wir brauchen 20 Stahl. Brauchen wir 10 und 30. Und die 30, glaube ich, sind easy zu machen, weil die einfach irgendwie 5 Kopper kosten oder was? Nein, ein Eisen. 30. Wir können das gleich machen, weil. Wieso nicht? Aber wir geben einfach 30 ein. Haha, smart. So, das. Dann brauchen wir 10 von den anderen Dingen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht recht. Wir brauchen auch irgendwas zu essen. Das heißt Cooking Pot. Wo bist du, mein Freund? Da. Und dann brauchen wir eine Angel. Wir machen mal wieder so ein Hackbraten, das ist ziemlich nice. So. Ja. Jetzt sind wir einfach wieder Full Life und Full Hunger, das ist gut. Dann machen wir uns noch gleich so ein Spannferkel, why not? Ja, ja, ja. Stahl kommt dann nach dem Eisen. Haben wir dann auf jeden Fall genug, weil jetzt haben wir 100 Eisen gemacht, das heißt, wir können jetzt 20 Stahl machen. Wir brauchen ja nur 20. Und wir haben schon, glaube ich, 10. Weil wir haben gerade keinen Fisch. Das ist schade. Stahl brauchen wir eigentlich eh sonst gar nicht mehr. Weil das ist alles mit Eisen. Ja, hier bräuchten wir Stahl. Feel the warmth sometimes. Amulet such burning blood. Sometimes good to wear. Alles braucht Stahl, okay, und das nicht. Def. Okay, ATK, das ist cool. Gut zu wissen einfach. Kann man sich durchaus mal gönnen. Das 2 Eisen. Wir brauchen 10. Das heißt, so. Gut, so. Ja, wir warten das jetzt nicht ab. Wir könnten vielleicht kurz. Das können wir schnell machen in der Zwischenzeit. Die kleinen Dinger da töten. Das dauert jetzt aber ziemlich lange, actually. Bis wir halt wieder dann zurückkommen. Dort sind wir schnell. So, wir machen das relativ simpel. Weil die fliegen relativ weit davon.
Wäre vielleicht toll, wenn eines überleben würde. Dann könnten wir das mit so einem Monsterball abschießen. Genau, das lassen wir jetzt einfach. Wir machen uns so einen Monsterball. Das lassen wir jetzt am Leben. Und jetzt waren wir so schnell fertig, dass wahrscheinlich immer noch nichts bereit ist. Aber egal, wir holen jetzt das Eisen. Wir können ja mal auf diesen Berg gehen. Das Problem ist, es gibt halt in dem Spiel wenig zu entdecken. Das Coolste, was es zum Entdecken gibt, sind, wie gesagt, wenn du in einer neuen Welt bist. Und hier gibt es dann Giraffen oder sowas. Das ist schon nice dann. Aber all in all ist das ein bisschen... Ui, ein Wolf. Okay, komm rauf, komm rauf. Du willst kämpfen. Blitz. Dann drei Schwert und... Bam. Bam-bada-boom. Tot. Wir wissen, hier ist viel Gold. Das holen wir uns vielleicht, wenn wir es wirklich brauchen, weil ich habe gerade keine Lust, das zu farmen. Kommen wir darüber. Ist das die richtige Frage? Wir probieren es. Nice. Solide. Solide. Das ist toll. Gefällt mir. Dann brauchen wir noch Stahl. Das heißt, das ist gleich fertig. Bro. Nice. Wie lange geht die Folge noch? Schauen wir. Es sieht so aus, als hätte ich keinen Timer gestellt. Nein, okay, der Timer ist genau jetzt aus. Aber wir gehen noch schnell in die nächste Zeit, weil wir es können. Nein, Max, nicht vielleicht. Ich möchte nur 20 derzeit, sonst haben wir so wenig Eisen. Was ist das? Achso, das ist meine Drohne. Weiß ich nicht, was man damit machen kann. Ah ja, wir brauchen Fisch auch noch. Na gut, das heißt, das machen wir. Nächste Folge gehen wir dann fischen und dann in die nächste Zeit und dann müssen wir endlich mal unseren Arsch hochkriegen und irgendwelche Maschinen craften, dass wir unsere Zeit mal ausnutzen können. Gut, danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.